So, da sind wir jetzt auch schon wieder nach einer kleinen Pause. Und es geht auch schon gleich wieder weiter mit Hüpfen. Wir machen nichts anderes außer hüpfen. Ja, Let's Jump Landwirtschaftssimulator. Genau. So, soll ich beide Spritzen dann verkaufen, wenn wir die neue holen, oder nur eine? Weil mit beiden hätten wir 42.000 und müssten nur noch. Mir egal. Ich habe meine Arbeit. Achso, hier 42, dann wären das 55.000. Ja, machen wir beide. Brauchen wir noch 55.000 zusammenkriegen. Also, ich schaff dann mal wieder was, gell? Jo. Hauptsache schnell. Das ist egal. Hier ist Ist. Überholverbot. Wir sind in der Hast du Stadt. ein Überholverbot? Das ist immer Einbahnstraße, Überholverbot. Einbahnstraße darf man überholen. Ja, es ist eine Einbahnstraße, aber das ist hier irgendwo noch ein Auto. Ja, mich. Ist du ein Auto? Ja. Ist ziemlich langsam, dein Auto. Ja. Ey, die ersten Autos waren noch langsamer. Dann halt Hä? Fußgängerzone. Irgendwas Da stimmt darf da ich Vollgas mit meinem fahren. Bulldog nicht. Was tust du? Ich weiß es Wieder einfach mal gegen alles gegenfährt. Er fährt halt immer nach Gehör. Wo Also muss ich er brauche jetzt denn? auf alle Fälle jemanden, der hier mich dann gleich immer entladen wird, ne? Ja, ich zwische mal durch, wenn du bei 80 bist. Ich spritze nun nebenbei auch schon. Alter, wie du mal einfach wirklich eiskalt durch das Gespritzte durchgefahren bist. Ja, sorry. Ich hab gedacht, er ist oben, aber irgendwie war er doch nicht oben und was weiß ich. Weiß ja, wie es ist. Vor allem, ich kann erstmal eiskalt Vollgas fahren. Back. Nein. Das Rot ist auch geil zum Sehen, da kann man immer Vollgas fahren. Ja, oder auch zum Grubbern. Geht zwar vorne volle Derbs hoch, darfst keine Kurven fahren mit Tempo, aber egal. Hauptsache, du kannst 30 fahren. So. Ah, jetzt geht schon ganz anders. Hobby, bei wie viel Prozent bist denn du? 28. Dauert noch. Zeit habe ich jetzt voll hochgedreht. Also sollte schneller gehen. Ja, es geht schon ziemlich schnell. Schneller als vorhin, auf jeden Fall. Dim, di, di, dim, di, 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 dim, di, 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 Ja. Probiert halt Singanfälle. Ja. Di, 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 di. Ich schätze, es hat einfach Zeit. Mike, wen heiratest du denn? Deine schwule Frau Betsy. Nee, Harald. So. Oh, okay, der kennt ihr glaube ich gar nicht. Schade. Muss ich euch mal nach außer der Aufnahme erklären, das ist ja gerade Sorry, ich jugendfrei. bin schon wieder knapp durchgefahren. Und noch weiter! Anstatt anzuhalten, gibt der noch mal Gas und fährt noch mal durch. Ey, das hast du schon mit Ding. Würde gut machen, hast du schon wieder einwandfrei. Ich bin da schon gar nicht mehr. So. Ja, wenn du da schon umeinander fuchtelst, ja. Da unten war ja auch wieder durchheizen müssen. Nein. Ah, ne, ist lang noch. Haben wir Glück gehabt. Scheiße, jetzt muss er noch zurücksetzen. Jetzt einfach mal doch angezeigt kriege, von wegen, dass ich langsamer fahren soll. Oh, ist ihm aber früher aufgefallen. Ach so, okay, ich weiß warum. Das Ding schleift ja Warum? auf den Boden, dadurch ist es langsamer. Ja, ach nee. Hast Macht du es Sinn. bald? Ja, sorry, das lag bei mir voll. Genau. Ja, es Hätte es echt auch. Gas, 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 Gas. Pass auf, tritt da Tastatur durch den Schreibtisch durch. Ja, gleich immer nur noch Knack.
Es ist normal, wenn die Taste auf dem Boden liegt und ein Loch im Tisch plus Tastatur ist. Das ist voll normal, also das ist. Ja. Du brauchst dir keine Sorgen machen, also ruf dann keinen Techniker an oder technisches Hilfswerk oder so. So, jetzt wo soll ich weitermachen? Hier? Habe ich vergessen. Mann, nein! Ich konnte rechtzeitig bremsen, sorry. Genau. Ich darf jetzt weitermachen. Nee, hier das Feld, wo ich jetzt gerade. Welche in die Richtung, wo ich fahre. Wo? Selbst abkoppelt. Da oben ist zu weit der Weg. Wir sind doch faul, wir sind doch Menschen. Ja, wie ich einfach Menschen. Mal über, Hallo? Über 700 Liter auf dieses lang, kleine lang. Stück verbraucht habe, ja. Jetzt hast du auch gerade falsch gemacht. Heißt ich etwa Mike? Sondern? Ja, heiß ich Mike? Mike ja. Ist faul, also, ne? Ja, du heißt Mike. Nee, ganz sicher nicht. Haubi, Mike. Das ist doch nee. Genau der gleiche. Nee, das ist nur ein einziger Buchstabe gleich, aber egal. Nee, zwei. Nee. Je nach Rechtschreibung. Manchmal auch zwei. Oder ein. Nee. Das ist scheißegal. Wieso? A und I? Und wenn es mit doch nee. Scheißegal, wir reden jetzt nicht über Deutsch, wir stellen jetzt da Landwirtschaftssimulator-Spiele. Achso, ja. Zocken. So, ich dünge mal die Straße, das ist sehr gesund. Ja. So, mal ein bisschen das Förderband Dünger raufstreuen. Ja, da ist ein wenig mehr. Ja, einmal schön im Lager rein, im Heulager. So. Ja, das. Wann soll aber den Arsch herbewegen und man mich hier lernen und so? Kann mir jemand beim Sehen helfen? Nein. Warum? Und gerade keine Zeit. Ja, ja. Hat keine Zeit. Naja. Klapp mal hier dein Röhrchen aus. Einmal bitte Röhrchen voll machen. Ja. Kann man jetzt auch zweideutig verstehen. Sollte man auch. Gut. Du musst zuerst so den Nippel durch die Lasche ziehen. Hä? Bist du leer? Ja. BTF. Komm mir nicht hinten weg, du! Den Verhänger mit! Kann mir jemand helfen? Nein, nerv nicht. Kriegst doch Hilfe. Nein. Kann ich nicht glaube. Ach. Ah Gott, ey. Bin noch bald so weit, dass du eine neue Maschine kriegst. Wie viel habe ich jetzt eigentlich ausgerechnet? 55 oder sowas. 42 war das. Ja, 55. Gut, hey, 1500 habe ich. Oh, Fortschritt! Ja, vor allem mit 2900 habe ich angefangen. Ne, 1900 meine ich. Achso. So, jetzt bin ich gleich bei 34.000. Das waren 5 Tonnen. Weil die immer noch bei 6.000 sind, aus irgendwelchen Gründen. Ah, okay, 2 Stunden, 4 Minuten insgesamt. Jetzt schon. Ja, also 2 Stunden 14. Jetzt, 10 Minuten spielen wir jetzt schon dran. So. Nee. Komm, ich verbrauch mal wieder ein bisschen Geld. Der Rote muss getankt werden. So, einmal mit volle Krache gegen Tank. Boom! Oh, das war unser Haus. Benzintank in die Luft geflogen. Ups, war mit Absicht, klar. War mit purer Absicht. Maike schuld. Naja. Wir haben doch schon die Theorie aufgestellt und jetzt sind wir bei der Praxisausübung. Ah ja. Dass Maike schuld ist. Ist halt Tobi. Ja, lass mich. Mike, bei 4% bist du eigentlich?
61. Also, ah, okay. Verbrauch mal mehr. So. WTF. Ich muss vom Gas runtergehen, wenn ich lenken will. Ja. Ja, das ist schlecht. Da wäre ich ja nie in 100 Jahren drauf gekommen. Beste gehst du auf Brems? Am besten drückt man S. Wer bremst, ist feige. Nee, ja, wer bremst, verliert. Genau. Oder so. Also hast du schon verloren. So, ich bräuchte gleich wieder jemand, der mich ausleert. Bei wie viel bist denn du schon wieder? Bei 74, 75, 76, 77. Ich sag ja langsam, ne? 80. 81. Nee. 82. Mike, wie schnell fährst du? 13 km/h. Haha, ich kann mit 18, 19 hier durch die Gegend tuckern. Super. Das interessiert mich. Ich hab 23 km/h drauf. Ich bin jetzt bei 90. Mitten auf dem Feld, Hauptsache den Träger stehen lassen, erstmal, dass Mike nicht weitermachen kann. Mike, sei froh, ich habe eben fast 33.000 plus gemacht durch die Einladung, also mit Glück kriegst du gleich dein Maschinchen. Gut, Gott sei Dank. Bräuchte dir wenigstens nicht mehr helfen. Gut, über den Rode gerade weg. Gerade weggeschoben. Exting, das los. Alter, bei mir bewegt sich da das Ding außen rein. Der Oberlenker. Ne, der Unterlenker. Die Ding. Wie heißen die Dinge nochmal? Ich hab voll witzig aus. Die ganze Zeit. Rein, raus, rein, raus. Ich muss mich beeilen. Der Preis geht, ja, der Preis geht bestimmt bei 24 Uhr richtig runter. Oh ja. Ah, Milchauto kommt. Da ist auch halt wieder mit Milch. Nein! Der Preis ist um 400 hochgegangen. Hoch oder runter? Hoch. Komm her wieder. Bist du wieder voll? Nein, aber dann fahrt die ganze Zeit neben mir her. Hast du jetzt die Maschine gekauft? Mike? Ja? Fährt die überhaupt was auf? Ja. Wie ich einfach mal eiskalt die Seemaschine in deinem Arsch weggekauft hab. Na Gott sei Dank wären wir jetzt mal heute fertig. Jetzt komme ich dann gleich mir hinterher, wenn der seine Maschine hat. Ja, das ist normal. WTF, ich mein einfach eiskalt nie bei dir das hinkriege, ausgeladen zu werden. Was? Doch. Nee, ich mein ihn hier. Hä? Ich muss jetzt mal hin. Ah, jetzt kriege ich gut. Jetzt weiß ich ungefähr den Abstand. Bis um 20 Uhr sammle ich bei dir. Warum fahre ich eigentlich die ganze Zeit neben dir? Ich kann auch einfach zwischendurch zu dir kommen und um 19 Uhr komme ich wieder. Ich kann auch die ganze Zeit neben dir zu fahren, Dick. Keinen Sinn. Ich mal jetzt 10 Acker, ist das okay? Was? Den hier. Ja, kannst du. Ich habe jetzt für den einen Acker da vorne 4 Liter braucht. Jo. Nicht viel. Ne, kannst ihn gleich komplett einmal durchackern. Also wollen wir schon so ein paar vorplanen für Gras. Ein paar Acker, dass wir da schon mal Gras pflanzen. Gras haben wir, oder? Ja, aber das sind auch nicht so viele Flächen, dass wir versuchen, dass vier Flächen da direkt bei der Kuhweide Gras zu machen. Das reicht vollkommen aus, was da jetzt an Gras da ist. Okay.
Okay. Na gut. Cool, ich bin mal. Guck mal, hier vorne ist ein, ist hier vorne bei uns jetzt hier, wo ich jetzt bin, ne? Ja. Ist hinten noch eine Wiese. Vorne gleich am Hof ist noch eine Wiese. Das ist ja nichts. Sind, ja, und dann sind da hinten noch und diese da drei vorne, riesigen Wiesen. Da wo ich jetzt entlang fahre, da vorne sind drei Wiesen. Ja, ja, und dann sind da hinten alle drei von vorne rein. Da kommt ja dann nochmal eine Wiese. Okay. Genau, da sind ja überall noch ziemlich große Dinger. Ja, ja, ich habe halt bei meiner Karriere habe ich halt die ganzen Wiesen da hinten oder das ganze Ackerzeug zusammen gemacht mit dem Flur und hab halt dort an Wiese gesät. Komplett. Soll ich mal aufmuntern? Hä? Ich bin bei minus 1272. Minus. Minus? Dank Mike. Warum? Er hat seine Seemaschine aufgefüllt. Ach, der Idiot, da stand doch noch eine volle irgendwo rum. Nein, die habe ich beide weggekauft. Die sind alle verkauft. Die habe ich nur beide weggekauft, dass ich die große kaufen kann.